In diesem Video geht es um die Nachbetrachtung vom Unwetter gestern Abend. Da habe ich eine kurze, sechsteilige Videoserie draus gemacht. Und um die Frage, kann man Wetter-Apps noch trauen? Herzlich willkommen auf dem Ralf Mahr Magazin. Es sind 10 nach 10 am Sonntagvormittag. Ich bin unterwegs und denke gerade nochmal über die Vorkommnisse von gestern Abend nach. Es war nichts angesagt. Am Abend bimmelt auf einmal mein Handy eine Nachricht. Ich nehme es in die Hand und sehe Unwetterwarnung in Nordrhein-Westfalen. Es wurde schlagartig dunkel und das um 19.30 Uhr in etwa. Und dann ging es auch schon los. Sofort schnappte ich mir mein Smartphone, rannte raus und machte das erste Video. Und so ging es dann weiter. Nachher habe ich dann keines mehr gemacht. Das ebbte ein wenig ab. Und irgendwann war ja für mich auch Schlafenszeit. Ich gehe jeden Abend um dieselbe Zeit ins Bett, stehe morgens um die gleiche Zeit wieder auf. Und ja, habe das heute Morgen alles hochgeladen. Wird nachher veröffentlicht. Mir ist das jetzt schon mehrere Male passiert. Ich arbeite mit zwei Wetter-Apps zusammen. Das, was angegeben wird, sich sehr schnell verändert. Seht euch die Videos an mit meinen Kommentaren. Und dann hört ihr ja auch, was ich da so sage. Ist auch sehr viel Humor bei. Heute Morgen, als ich losgegangen bin, war für 11 Uhr Regen angesagt. Jetzt ist es 12 Uhr und ich zeige euch ja die ganze Zeit schon den Himmel. Wie gesagt, wir haben in etwa 10.15 Uhr. Das geht jetzt anscheinend wieder sehr schnell. Ab 13 Uhr ist Gewitter angesagt, laut App. 14 Uhr ist Pause, 15 Uhr soll es wieder gewittern. Und für mich ist das alles sehr seltsam, weil das alles auch so schnell geht. Und ich habe ja jetzt immer wieder gefilmt, Sonnenschein, ein, zwei Tage und dann kommt ein heftiges Unwetter. Das hatten wir früher nicht, das erinnert mich wirklich immer an die Tropen. Nun gut. Eine Wetterveränderung weltweit ist da, das kann keiner mehr schönreden. Es ist einfach so, also müssen wir damit klarkommen. Und zudem kann ich ja auch eine Menge Videos darüber machen. Macht mir auch Freude und wie man an den Videos sieht, ich renne ja raus. Ich filme das ja nicht von innen. Also das nur in ganz heftigen Fällen. Ich lasse mich heute mal überraschen. Ich gehe jetzt langsam mal in Richtung Heimat. Es wird mir ein wenig zu dunkel, jetzt schon, obwohl das ja jetzt erst für 12 Uhr angesagt ist. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.